Ich werde die Musik noch mal ein bisschen leiser machen noch, sorry. Tut mir leid, aber wie gesagt, ihr müsst das Spiel dann schon kaufen. So, machen wir so. So, jetzt darf man sich aber echt nicht mehr beschweren. Hallo! Klingt gut, Logo. Erstmal ein paar Grunddinger hier schaffen. Zerstört alles! Machen wir uns erstmal das Ding. Klingt gut. Yep, yep, du okay. Gesagt drei, was? Ja. Komm schon, wenn's mit dir ging, geht's auch mit mir. Sorry, ist mir jetzt gerade irgendwie. Zerfetzt sie! Komme! Oh fuck, der kommt oben. Ich will auf! Ich schlag dir das Grenzziel in die Sonne. Sie hat euch verhext, oder? Das muss einfach sein. Ein bisschen Sonne könnte euch nicht schaden. Eddie, kannst du mir kurz helfen? Das hat gut gepasst gerade. Ja, ja, ich helfe ja schon. Tja, der Anherr, weg mit dem Typen. Hey, weg mit seinem ekligen Kopf. Ups. So. Number one. Das war für unsere Fans. So, den Hund muss ich mir auch mal holen. Bam. Nächste Fangirl hier. Stehende Ovationen für mich? Zerstörung! Klingt gut. Zerstört alles! Oh, mein Headbanger. So, dann haben wir noch die zwei Dingers. So, die kommen eben nur von der Brücke, oder wie ist das? Ja, das ist ja mal super praktisch. Sag mir das nochmal einer. Auf sie, verdammt! Auf sie, verdammt! Gut, Mann! Natürlich. Let's go, go. Das ist darum nicht. Kommen also nur von der Brücke, das gefällt mir schon mal. Alter, die Musik ist immer mega. Ich muss mir mal im Soundtrack gucken, welche Band das denn ist. Den wollte ich mir sowieso schon mal anhören. Hab ich ganz vergessen. Den wollte ich mir schon einmal anhören. Wie braucht das? 350. Okay, dann müssen wir warten. Und erstmal das Türmchen da hinten ab. Los, zerstört dieses eklige hässliche Vieh. Ich frage mich sowieso, was das für Dinger sind. Welche Bedeutung die in diesem Spiel haben. Okay, da kommt Druck. Kommt Druck auf uns zu? Wie viele? Okay. So ein kleines Packen. Lass uns zusammenarbeiten, Mann. Wollen wir uns erstmal fixieren, den Türm? Den Türm. Unfassbar. Gut. Du. Ich will ihre Köpfe! Mach dich ran, mach dich ran! Zerstörung! Wie was? Ah, alles in etwa dieser Richtung muss sterben! Auf sie, verdammt! Stirb, du hässliches Mistvieh! Mistkröte! Bam! Genau! So, weg mit dem Mist! Zerstört es. Sie hat euch verhext, oder? Du rockst, Eddie. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich geil bin. Was zu meiner Wahrnehmung. Das ist ein besserer. Ich hab immer keine Chance in die Königsklasse, ja? Smartenprodukt. Lass dir Hilfe, Mensch. Das hat was. Greif dir die Stange. Oh Mann, ich hab einen Splitter im Fuß. Was, wer hat einen Splitter im Fuß? So, ich bin eine Schmuse. Oh, schon Splitter im Fuß. Stark, Eddie. Das darf erst mal, dem wird erst mal du geschenkt, wenn es ein ganzer Stein ist oder ein Fels oder ein Berg. Sieht dir recht. Die macht ja überhaupt nichts, ne? Kein Respekt. Nee, aber die auch nicht wirklich. Eddie! Zwein! Oh, sitzen! Hier war super, oder? Macht keine Gefangenen! So, dann hol ich erstmal hier den Turm noch. Demoborgia. Demoborgia. Ja, das erkenne ich sogar. Demoborgia habe ich eine ganze Weile gehört. Hey Jungs, wen findet ihr schärfer? Lita oder Ophelia? Beide. Ich weiß, dass du mich nicht gefragt hast, ist mir aber egal. Ich sage nur die Wahrheit. Das ist auf jeden Fall Demoborgia, ja. Mir fällt das Lied noch nicht ein. Das ist, glaube ich, aus irgendwas mit Apokalypse oder so. Keine Ahnung. Ja! Aber es passt gut. Hier voll zu der Gegend. Das ist richtig cool. Wie gesagt, die Musikauswahl ist absolut mega geil. So, wie sieht's denn aus hier? Mach dir mal platt.
Kann man den nicht irgendwie mal heilen? Gute Arbeit, diese Egel vergiften die Fans. Ach was. Ich hab's gedacht. So, jetzt gibt's jetzt noch Fans. Okay, gebt ihr diesen Fans etwas mehr. Legt sie um! Macht keine Gefangenen! Eure Position! Entspannt euch! Hier packen wir uns erstmal hin. Weil hier wird man nicht angegriffen. Sehr schön. So, davon brauchen wir erstmal richtig viele. Also, weil die Dinger sind ja mal mega geil. Jo. Alter, das Lied hat mich damals schon ewig gefesselt. Ey. Das war so geil. Ich hab das so durchgesucht, dieses Album. Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf die Band überhaupt gekommen bin. Oder allgemein so auf die ganzen Bands. Wie ich halt so eine Metaller wurde und alles. Kann ich aber erzählen. Und zwar war das schon relativ früh, ja. Also mein Vater hat mit seinen Arbeitskollegen halt so ein bisschen Rammstein gehört. So ein bisschen Nightwish, halt so ein paar klassische kleine Sachen, ja. Und ja, dann hat er das irgendwann mehr gegeben. So eine CD in die Hand gedrückt. Und dann ging der ganze Scheiß mal los. Ja, aber ich bin da schon sowas angefangen. Mein Bruder hat dann auch irgendwie mit Metal. Kam dann irgendwann auch solche Sachen wie Korn, Slipknot und so. Das ist noch Down, das sehr früh angefangen zu hören. Ich bin heute noch mega Fan, weil ich liebe die Band heute noch. Und ich gehöre zu dieser Band. Und mit der Zeit kam ich halt immer in andere Richtungen. Und wir haben mal einen Laden geguckt, mir mal eine CD gekauft, wenn ich ein Taschengeld genug gereicht hat. Und so kam es also irgendwann auch, dass ich irgendwann mal auf Eminem Marv und so beide gestoßen bin, habe ich gedacht, oh, das ist ein cooles Cover, weil ich bin dann damals noch nach Cover gegangen und dann habe ich halt Tim Borgi und Eminem Marv zusammen gekauft. Und so kam das halt, dass ich ein bisschen, also wie gesagt, ich bin nur irgendwie nach Cover aussehen gegangen. Ja, und so kam das Ganze. Und dann halt ich einfach mal so ein bisschen angehört und nebenbei irgendwas gemacht, was ich weiß genau. Auf jeden Fall hat mir das auch zugesagt von Anfang an. Ich fand das ultra so Fan von. Da war ich 12 oder 13 oder 14 schon? Ich weiß nicht mehr. Also ich war noch relativ jung, wo ich ja wirklich angefangen habe, so richtig andere Bands zu hören. Und jetzt habe ich ja echt nur das Gleiche gehört. Ich habe mich noch genau dran erinnert. Ich habe immer nur so Nightwish, Rammstein, System gehört. Aber auch ja kleine Sachen. Da bin ich halt mal offener geworden. Das war ich auch gut, ich wurde auch älter. Da hört man mal auch mal anderen Kram. Die Musik der Ahnen wird in ihm. Kamen halt richtig geile Sachen bei mir an. Und mein Bruder hat auch meinen Eltern mal sowas gebaut. Also, ich hat das Ganze richtig mir Anschluss gegeben. Da habe ich dann richtig angefangen, mir allen möglichen Scheiß anzuhören, was an Metal zu geboten wird. Das war der Anfang und ja, nach der Zeit kam ich immer mal in andere Richtungen. Dann gab es auch mal eine Zeit, wo ich komplett gegen andere Metal-Arten war. Oh, das ist total unberechtigt. Jede Metal-Art ist auch geil auf seine Weise. Und nun ja, also war ich halt so ein Typ, der halt gesagt hat, es gibt nur diese Band, es gibt nur diese Musikrichtung, also diese Art Metal und wie es halt so ein, wie es halt auch viele Metaler heute noch tun und das hasse ich eigentlich in die Pest, wenn sie dann sagt, meine Musik ist sowieso geiler als deine. Ich meine, jetzt bin ich so anders, dass ich wirklich für alles offen bin, ich höre mir gerne mal was anderes an, ja. Also gut, ich bleib immer irgendwie bei Rock, ja. Also bei Rap, weiß nicht, ich bin kein Freund von Rap irgendwie, ich stehe da nicht so drauf. Und ja, deswegen. Aber so beim Chor war ich auch mal früher, da habe ich gesagt, das ist so Emo-Scheiß und so, will doch kein Mensch hören. Aber mit der Zeit, wie gesagt, irgendwann wird man halt erwachsen und denkt sich, ach komm ey, machst du nicht drüber lustig, was soll denn der Scheiß? Und dann fängst du auch an, andere Sachen zu hören und ich finde das gar nicht so schlecht, ich höre das gerne mal so zwischendurch, kann man sich auch mal sowas antun. Oder auch so ganz alte Sachen wie AC/DC, sagen auch viele, oh nee, das geht so oldschool, will doch kein Mensch, jetzt geht es nur noch mit neuen Sachen weiter und ja gut, sagen halt die anderen. Ich bin der Meinung, man kann sich alles anhören, was mit Metal zu tun hat. Auch bei Black Metal war ich auch mal ganz voreingenommen. Das habe ich auch irgendwie total verachtet. Ich weiß nicht. Weil so gegen die ganze Philosophie und irgendwann hat sich das auch bei mir mal gegeben. Inzwischen höre ich auch gerne mal noch Black Metal, ja. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Gut, die Borgi habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber. Also Heruna zum Beispiel höre ich sehr gerne als Black Metal, Punk and Black Metal Band zum Beispiel. Moment zumindest. So, jetzt haben wir hier Stufe 3, sagst du? Oh, Felsbrecher. Den holen wir uns auf jeden Fall jetzt ran. So, hier hinten geht's ab, sagst du? Gucken wir mal, sollen wir da helfen können. Höllenmensch! Bam! Was? Zerstört alles! Alter, verdammt! Was Scheißviecher! Kleine Wichser! Hast du dich verarschen? Der hat jetzt ganz Druckblatt gemacht.
Nee. Extrem effektiv. What? Wo sind meine ganzen Truppen hin? Stehen die alle hier vorne? Das kann doch gar nicht sein. Verdammt. Das wird nur interessant. Alter. Nice, ja. Das ist doch schon eher mein Geschmack. Alter, nice. Ja, damit kriegen wir die auf jeden Fall platt. Hey, will noch jemand die ganze Welt erobern? Klar. Das würde alles überlasten. Ach, gar nicht. Na, könntest du die mal... Kein Platz! Könntest du jetzt mal raus... Hallo? Ach, jetzt kommen sie. So, warten noch, bis sie da sind, dann reden wir nochmal vor. Oh. Das war jetzt aber heftig, diese scheiß Rattenviecher machen ja echt alles, machen ganz schön Damage. Jetzt habe ich jetzt noch irgendwo kleine Truppen, habe ich jetzt nur große. Ich bin groß im Moment. Aber reicht ja auch. Jetzt sind wir her. Alter! Ja, nice! Ja, nice! Ja, das ist doch schon mal hier. Arschtritte für alle! Das ist doch mein Geschmack, Leute. Ja. Zerstört alles. Soll das gerade so sein mit dem Ton? Das verwirrt mich ein wenig. Vernichte sie! So, den machen wir erstmal platt, den scheiß Rattentypen hier. Wams! Ich hoffe, er ist jetzt tot. Oh, fuck, mein Wagen. Na, er ist auch tot. Alles ist tot. Du ist das gut. Entschuldigung, wollte mich überfahren. Ja, und jetzt mal hier. Action und so. Ich will ihre Köpfe! Ich schieb den mal ein bisschen vor mir her. Mann, jetzt mach dich doch mal! Und bitteschön, gib dein bestes Schwert. Ratz! Was nochmal? Ja, los, lass mich doch mal. Achso, ich muss den Türme ausschalten. Fuck, nein. Alter, wie machen die mich denn platt, ey? Kann ich ihm nur einen, oder was? Alter, wie die mich platten. Platten. Fuck, Alter, die sind echt heftig. Weil wie kommt der von der Bühne da runter? Das will ich mir jetzt mal ansehen. Eddie, natürlich. Das Ding ist unglaublich. Ich weiß. Ich freue mich auch drüber. Ich hab Lust auf was Dramatisches, Eddie. Das sieht aber auch geil aus, das Ding, hä? So, es läuft hier vorne. Ich hoffe, ihr haltet irgendwie die Position. Mit gemütlich. Entschuldigung. Kam gerade aus dem Konzept. So, wie sieht's hier vorne aus? Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Mann, ich liebe diesen Song. Jupp. Sieht auch so. Sieht gut aus. Hört sich gut an. So, was können wir noch? Ich will noch mal rausschmeißen. Ja, und dann geben wir mal unser Bestes, sonst. Komm schon, wenn's mit dir ging, geht's auch mit mir. Das sind ja nur Blätter, ne? Die habe ich noch. 39, okay, das war's dann. Da kommt das so ein Vieh, sehr schön. Auf jeden Fall. Oh, ja, ich will lang greifen, schneller. Kann ich hier nicht auch mitmachen? Okay. Du trägst zwar die falsche Kleidung, aber es wird schon gehen. Was heißt hier die falsche Kleidung? Meine Kleidung, mein Stil. Siehst du, da haben wir es wieder. Keine Akzeptanz.